das ist für uns halt was ganz Besonderes. Aber das Schöne ist dann wieder, wenn man in die Clubshows kommt, diese Nähe zu den Leuten, das ist auch unbeschreiblich. Es hat beides eigentlich so verschiedene Aspekte, dass man gar nicht sagen kann, was man mehr mag. Uns plättet das jedes Mal, wenn da jede Menge Leute stehen. Ja. Gute Duschen. Das findet man sehr, sehr selten. ja, das und es kommt schon mal vor, dass wenn man gerade 3 Wochen lang auch aufeinander hockt, dass man irgendwann mal seine Privatsphäre mal kurz vermisst, aber wir sind eigentlich ein cooles Team. Das Einzige, was man vermisst, ist wirklich dieser, ich sag mal, dieser häusliche Wohlstand, wo man halt ja, in Ruhe duschen kann. So, aber das ist auch alles. Ansonsten sind wir sehr, sehr gern auf Tour. Ja. Das Wichtigste für eine Band ist, dass man immer bemüht ist, authentisch zu bleiben, dass man sich nicht verstellt, weil wenn man später mal 4 Monate lang auf Tour ist und man ist jeden Tag damit beschäftigt, eine komplette Maske aufzubauen, das hält man, glaube ich, dann gar nicht mehr aus. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir immer probieren, so authentisch und normal wie möglich zu bleiben, also damit wir das gut bewältigen können. Dass jeden, den wir treffen, den begrüßen wir ganz normal, auf der Bühne sind wir ganz normal. Ja, das ist so, ich finde, dieses Authentische ist das Wichtigste, auf Tour zu sein. Und gute Ernährung. Weil wenn man 3 Wochen lang sich von McDonald's ernährt, dann geht man irgendwie kaputt. Ich glaube, als allererstes wäre es doch die Festplatte, wo all unsere Musik drauf ist und alles, was wir erarbeiten, drauf ist. Damit würde ich als erstes rausrennen. Dann hört es auch schon auf. Also, meine Eltern sind im selben Haus, die würde ich auch rausholen. Und, tja, was bleibt dann noch? Das sind die beiden wichtigsten Sachen. Eine dritte fällt mir gar nicht ein. Ja, aber es war geil. Born from Pain war geil. Fette Show. Ja, sehr geil. Ja. Sehr gut. Wegen was seid ihr hier? Also einfach nur, weil ihr denkt, hier coole Leute oder Impericon unterstützt. Wir waren letztes Jahr schon hier. Ja? Impericon Festival war richtig geil. Und dann haben wir gedacht, kommen wir nochmal hier dieses Jahr. Aber richtig geil. Was ist jetzt die Stimmung? Wie findet ihr die Stimmung? Jo, voll geil. Richtig geil. Ja, das ist sehr angenehm, sehr entspannt. Ja, und sonst Highlights irgendwie, also worauf ihr euch richtig freut? Auf Ghost Inside, ja. Yeah. Das wird geil, Mann. Sehr gut, ja, auf jeden Fall. Wir machen dann halt Parkway Drive auch noch, aber hauptsächlich Ghost Inside. Okay, so this guy is from Poland, especially just for this event. So tell us your impression about this festival. Yeah, hey, my name is Chris, I come from Poland. It's a great festival. It's a shame we don't have that one in Poland, that's why I came here. But Impericon is an empire. I mean, it's a great thing they do. Yeah. Promote all these bands, organize festivals like that. And it's an amazing lineup. If you look at the bands that are here tonight, it's just incredible. So it's a great chance to see your favorite bands. Probably most of the people, you know, like Parker Drive, their fellow bands. Profession is also a very good band. Ghost Inside, you know, incredible bands, Your Demise. So it's an incredible lineup. And a very good chance to also, you know, see other bands, because I haven't heard all the bands, I don't know all the bands. So it's a good chance to know other bands, be it German bands or different bands, and it's a very good opportunity to get in touch with good music. Yeah, and what do you think about the surroundings? Like the atmosphere and the vibe? Yeah, I mean, the atmosphere is always good in German festivals. I've been to Witful Force and it's always there. I mean, Paracon is... When they open the Impericon tent, there's always thousands of people, you know. Merch is great, the organization is great, the place is very interesting, you know, the former Fay Trade, so... Yeah. No, there is no disturbance for surrounding people. Yeah, because, that's nice, know, yeah. So everything is very well organized and I hope it just continues you in the future. Und auf wen freut ihr euch heute besonders? Parkway Drive, Standard! Standard. Sehr gut. Nesti, was bei mir? Wir waren gestern schon am Start bei der Warm-Up-Party und sind heute auch noch richtig guter Laune. Mit Nico, mit mir, genau. Mit guter Laune. Was wollen wir heute wissen? Was wollen wir heute wissen hier? Ja, ich will eigentlich nur wissen, wie ihr es findet, das ganze Ding heute hier. Super geil, ohne Scheiß. Ich finde die Musik einfach nur geil, ohne Scheiß. Das Bier schmeckt. Und das Wetter ist super. Das Wetter auf jeden Fall. Und die Location natürlich auch. Ja? Die Location ist saugeil und Parkway Dive. Wir freuen uns auf Parkway Dive. Und die Frauen sind knackig. Knackt ihr Frauen. Wir sehen uns immer. Berlin, so sieht das aus. Ja, los. Männer.
sing in your voice. Anyone who is right here, anyone who is right. Inside Impericon, let me hear. With me in. With me in. With me in. That's a good point. Hey, what's up? It's Jim from the Ghost Inside here at Impericon Fest in Leipzig, Germany. Got here a couple hours ago and walked into the most massive indoor room we've ever played, hands down. Room. Where? And we're really excited. There's a lot of friends here today that are on the tour. Set your goals. Your demise. Should be a good day. The only time I ever really get stage fright is when we play home shows and like our friends come out to shows. Friends and family being there is just like, I feel like I have to perform better than shows like this. I mean, not that I don't have friends here, it's just not as intimidating as when I'm at home. Yeah, it just depends on the show. Every once in a while we'll play like a real big one and it's like, wow, that's 7,000 people. But we do it a lot, so I don't know, it sounds kind of big-headed to be like we don't get nervous, but you don't get nervous to go to your job every day, so I mean, it's kind of the same deal. It's fun though. It's the best job ever. Places that feel like home, there's different places around the whole world, like Leipzig, shows here are insane every time, it feels like home, shows in Australia, all over Europe, I don't know, where we go, the only time it doesn't feel like home is we go somewhere new, and that's the most exciting for me. I love going to new places. Yeah, coming to Europe feels like we're at home, because we tour here a lot, you know, we've been fortunate to be able to come over here a lot. Our new record is... it's not the same as the last two, but it's definitely a Ghost Inside record. I feel like, well, I mean, I don't know, because I haven't written with other bands, but I feel, to me, it seems like a lot of bands worry about what their sound is going to be, and that's the opposite of our band. We just write music because we think it's sweet, and we're like, well, if that wasn't our band, that's what I would want to listen to. So I think, I don't know, we don't really try to sound like anything, which is, I guess, what makes us sound like ourselves, but our new record is, I don't feel like it's heavier. It's definitely heavier. It's more aggressive sounding, but there's definitely new elements. Absolutely. The song we play on this tour is really heavy. No hope! No pit! Nowhere to aim on him! At the end of the day, I hear the words they sing! No hope! No pit! Nowhere to aim on him! I don't care what they sing! I made the choice for me! We wrote our last record in the studio in 9 days. Start to finish. I had like 6 guitar riffs when we showed up, and me and our drummer just wrote all the music in a week. Which seems like it's gonna be really bad. It seems extreme. It was really extreme and really, really stressful, but it's definitely my favorite record so far. And like, I don't know, we tour so much, and when we go home for a week, I don't want to sit there and play guitar. I want to go to the beach and hang out with my friends. So it's, we just toured a lot in the last 2 years and tried to find the time to do it. And like I said, I wrote a few parts, but when we showed up, it was just time to go, and we did it. I'm psyched. I'll see you in the mosh pit, everybody! I'll see you in the mosh pit, louder! Before I was playing in this band, I worked at a golf course, mowing grass at 4 in the morning before high school. I went to school, went to work in the morning, and then I went to school, and it sucked, and I would probably still be doing that if I wasn't in our band. You worked at a sandwich shop? I was the manager of a deli inside of a grocery store, like where you get, like, you know, cold cuts, like meats and cheeses and stuff. I was, like, the manager of that, and it sucked, so I'm actually glad that the band is doing all right.
there's just places we haven't been to. You know, we've been to Greece. Planning to go to Russia. Like Hawaii and Alaska. Hawaii, Alaska, definitely. Southeast Asia, everywhere. Well, yeah. Our band will go anywhere. We did a South African tour and toured in two cars and went and played with a bunch of weird animals. It's awesome. We'll do anything. Yeah. I think that the only thing on our horizon is just playing anywhere and everywhere we can. That's our goal. This is what it's called, Chrono! If you guys know the words, get up here and sing with us! Our band is fully a bunch of dorks. We act silly all the time. 2 days ago, at 4 a.m, our drummer ran up and down the bunk aisle, screaming and yelling like an idiot, woke up everybody, and then proceeded to tell a story in some weird accent for 20 minutes, and everybody was laughing. And that's what we do when we're not playing. Let's go! You're not getting older! Ja, Marc von Caliban hier, spiel Gitarre. Andy von Caliban, Gesang. Lampenfieber nicht, das ist halt, ja, wie sagt man, also... Ein gesundes Kribbeln ist noch da. Ja, man hat halt Bock, man ist halt gut in der Stimmung, aber es ist nicht so, dass ich sage, hoffentlich klappt das, dieses Nervöse, das habe ich ja, also ich zumindest nicht. Also, es ist halt nur dieses, ja, excited sein sozusagen. Aber man ist immer noch ein bisschen aufgeregt, nicht zu krass irgendwie auf jeden Fall. Aber ich denke mal, wenn das komplett weg ist, dann fehlt auch irgendwas. Und wenn man so selbstsicher ist und so, ja, drauf geschissen, dann ist es, glaube ich, wobei es ist immer noch so ein gewisses Grundkribbeln. Wir machen ein Feature bei We Are The Many von Caliban und wir wussten von unserem Glück bis heute noch gar nicht. Nee. Und sind quasi ins kalte Wasser gesprungen, aber es ist geil, es ist eine Ehre, dass wir gefragt werden und wir sagen natürlich nicht nein. We are nothing, together we are crushing. Dann nochmal. We are the many, alone we are nothing, together we are crushing. We are, one voice. Ja, nur der Anfang. Aber das ist ja egal. Wie gerade eben bla 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 bla. Wenn du das schreist, passt schon. Nein, aber nee, das ist ja aber einfach nur, wann der Anfang losgeht. Den schreit er aber mit. Das ist ja der Vorteil. Er schreit ja nur hinter nicht so richtig. Aber bei dem Einsatz schreit er mit. Das bei dem, We are the many. Ja, der macht schreit. Ja, ja, sicher. Alter. Okay, na dann ist gut. Dann. Ja, da, ja, ja. Sonst bin ich auch raus. Sonst stelle ich mich da auch nicht hin. Ja, ja, toll. Jetzt hast du keine Option, dann bist du bei mir. Und dann gehst du einfach nicht raus oder so. Fuchs, ey. Hier, guck. Da. Das ist er hier, das! Und einen kleinen Stift habe ich in der Hose, weil... Ich muss auch sagen, ich bin nervös. Wenn man den Song einfach nicht kennt, dann denkt man so... Abgesehen davon, dass die Kids da draußen, glaube ich, zumindest mich gar nicht kennen. Das macht das Ganze noch witziger. Ja, man kennt keine. Weißt du, gehen mit denen auf Tour, weißt du, schon ganz oft. Aber es kennt ja, keiner. Ja, Hille. Hille. Ey, ja, einmal. Hille, meine Damen und Herren. Hille, hier bin ich. Ja, Nico, so, ich bin raus. Was ich immer mache, was wichtig ist, das Aufwärmen. Halt, ich stretch mich vorher, dann ein bisschen auf der Stelle joggen, hin und her rennen, ein bisschen springen. Das ist für mich wichtig, weil wenn ich kalt auf die Bühne gehe, dann fühle ich mich während der ersten ein, zwei Songs nicht richtig wohl. Ich muss halt direkt irgendwie dieses Gefühl haben, warm zu sein, wenn ich auf die Bühne gehe. Also das ist mir wichtig, sonst gibt es von mir kein Ritual oder so. Nee, haben wir nicht eigentlich. Also ich mache mich auch warm, wie Marc halt, Stündchen vor der Show fange ich an. Stimme warm machen, ein bisschen stretchen, ein bisschen springen, in Stimmung kommen halt und ein bisschen Musik hören auch laut. Ja, ja, klar, Musik. Was hört ihr da für Musik da? Also das, ganz oft muss man ja sagen, ist es Acacia Strain. Okay, also richtig. Weil es aggro macht. Das ist unterschiedlich, es kommt darauf an, welche Stimmung man ist. Manchmal ist es auch einfach irgendwelche Partymucke. Ja, wenn diese eine komische Scheiße dann kommt, dann gehe ich immer raus. Dann gehe ich mal anderen Bands. Da gehe ich mal woanders Musik hören. We are
Also das für das letzte Album habe ich ein bisschen auch unterwegs gemacht, eigentlich recht viel sogar noch. Also es ist zwar dann nicht, dass das alles hundertprozentig übernommen wird, aber dass man halt da sitzt und Gitarre spielt und sich Ideen festhält, damit man die nicht vergisst, habe ich schon ein bisschen grundlegende Drums programmiert. Also ich hatte mein Zeug schon immer dabei. Du schreibst ja die Musik immer aus deiner Stimmung heraus, was du gerade für einen Lebensabschnitt durchlebst, was auch immer. Das ist ja immer, alles kommt zusammen, was dich gerade berührt, bewegt. Rock and beer, you wake up the world. Ich meine, die Impericon-Leute sind ja auch, wir kennen die alle auch seit Ewigkeiten, ist quasi die Familie quasi so ein bisschen, also so mit HSB und auch Maroon Era und so, das ist ja alles zusammen irgendwie so hochgekommen und Benny kennen wir schon seit Ewigkeiten und auch Pappe und alle, die ja sonst so arbeiten, man kennt sich halt und Zukunft, also so wie es jetzt gerade ist super irgendwie und ich hoffe, dass es einfach jetzt noch ein paar Jahre so weiterläuft. Man weiß ja eh nie, wie lange man sowas machen kann. Right here, right now! Ein paar Festivals, ja. Vielleicht noch eine Tour Ende des Jahres, so. Ja klar, die Platte promoten, ja. Wie gehabt, und was Neues. What's up, I'm Ryan from Miss May I. While Caliban's playing, we're carrying really heavy stuff. Jo, also hier sind wir jetzt in der Soccer World in Leipzig. Heute ist ein Match von Impericon All-Stars, sei jetzt mal, gegen Parkway Drive. Da ist nämlich noch einiges offen. Oh. He's already gone. Impericon have a very strong side. They're making us strong Australians work very hard. I don't like this. It's a great game though. Very hot. I'm Winston. I'm Ben. Parkway Drive. You. Cool. Africa and Antarctica. I said I hear Antarctica is impossible, but I don't know about that. You could that. Maybe play with some penguins. I don't know. I heard Fallout Boy got barred from doing it, so. Oh, they try. Apparently they tried. Really? It depends if you're just going on shows, like. There's so many variables these days, it's insane. I think the more you travel, the more you realize it doesn't just come down to the amount of people in a show or the how many stage dives or whatever. It's really hard to say. Yeah, it's true.
it's really hard to say because there's so many places we've had so many amazing shows, and it's hard to say what's better out of this show or the one on the other side of the world. Yeah. South America was some of the best shows for me that we played. Yeah. It's just so crazy down there, the people and how into it they get. That pretty much every country in South America was really good. Definitely passionate people. Yeah. Like really, really passionate. I think I loved Southeast Asia as well. I love Russia as well. Russia was insane. And of course Australia. So. And Europe. Like that's the thing. Like it's like it's the problem is everywhere's good. It's not like there's something to compare going, oh, there's one thing that stands out, everything's great, so it's, yeah. It's the biggest show we've probably ever headlined in Europe. Even though it's a festival, but there's still headlining. It's like 4,500. 4,500 people. It's pretty mental. We usually would be like a support in the past in this kind of thing, but we're headlining, so it's pretty wild. If everyone leaves, then it's the pressure's on us. Yeah. We're the ones that have to keep them there till midnight. But yeah, definitely. Leipzig's got a reputation, and I know why this festival is here. So yeah. We do understand that the reason we're here is because people have supported us. Like, it's not, we write the music that we like, which is great, but without people coming to the shows and buying the merch and actually wanting to see us, we're still, like you're saying, playing to 40 people. So, it's, I think, the reality slap for me is when Gaz makes the DVD and you watch back what's happened. Like, we only watched the 99% edit of Homies for the Heartless at the start of this tour, and like, this is coming from someone that experienced all of that stuff, and it was still like, Jesus Christ, look what's happened to us, like that kind of thing. That's when it's a reality slap. While it's in the process, you just go with it and go, well, this is cool. But when you actually look back and take it in, you just go, man, that's pretty wild. Well, we did have an idea of what the possibilities were, and they were playing a town 2 hours north, and that was it. Like, that was literally it. Like, we thought the band would last maximum 5 years, maybe record a dodgy recording somewhere, and like, we had said so many times, don't get your hopes up, because there's no way that a band that sounds like us is ever gonna go anywhere other than playing to... I still think that. Yeah, I still think it as well. Like, it's playing to a handful of people. It's just, every time we do something like this, we're like, this is it. This is the top. It's never going to get any more mental. Yeah, every single tour we ever do, I think, this is going to be the biggest tour we've ever done, and the next one's going to be smaller. But every time it gets bigger... It grows, and we don't know why or how. It's just, attitude to have, I guess, because you never get disappointed. Yeah. It does get smaller, you're expect like, shit, and then everything else is gold. I mean... Perfect. Holy shit. That's it. We've got 2012, you're done. Fucking perfect. Stay safe. Oh!
couple of days over. It was a long day. We just finished. It was probably, that was the biggest headlining crowd we've ever played to, and it was really, really good show. I loved it. Considering everyone's been there for 12 hours, that was a great response. Really good day. I'm glad it's over. I'm fast 600 kilometer hergefahren. Wie fahrt ihr jetzt noch heim? Nein, morgen. So. Kaputt? Warst du im Pit? Nein, nur bei der Bar. Okay. Wir sind hergefahren, auf der Pre-Party gewesen für Impericon. Jetzt redet ihr nur noch weiter. Ab da kann ich mich erinnern, dann sind wir heute in der Früh aufgewacht und auf einmal waren wir hier. Wow! Ihr seht, sind wir fertig. Jetzt haben wir es, warte mal, ich schau mal auf die Uhr. Eine Sekunde. 0.14 Uhr. Es ist wirklich gut gelaufen. Mittlerweile ist das Licht an, die Leute hauen ab. Es war wirklich gut. Haben sich einige die Fresse eingeschlagen. Es war wirklich sehr interessant. Ich habe sogar beim Surfen, nachdem jemand siegvoll sich einen 100-Euro-Merchandise-Gutschein abgeholt hat, hat er vor lauter Euphorie ein Salto gemacht und sich die Nase blutig geschlagen. Selbst dort, den muss ich dann zum Sandy bringen. Aber wie dem auch sei, ihr seht, es lichtet sich das Feld, es wird weniger, die Leute hauen ab, die Leute fangen an abzubauen. Hier sind alle direkt rege am Arbeiten, wie ihr seht. Der Seemann ist auch da, selten gesehen. Ja, es war wirklich in unseren Augen voller Erfolg. Wir sind wirklich glücklich und freuen uns wirklich, dass ihr hier seid. War wirklich beeindruckend. Ja, wir waren völlig überrascht, dass so viele Leute zu dem Konzert kommen. Und dass wir stolz sagen konnten, dass es 3 Wochen vor Showbeginn bereits ausverkauft war. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder und dann mit ebenfalls so vielen attraktiven und ertragsreichen Bands wie dieses Jahr mit Parkour-Daten, Caliban, Judemais und so weiter. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. This festival was fucking great. It was way bigger than I thought it was going to be. Sometimes when you're on tour in Europe specifically, they're like, oh yeah, Fest, and that just means it's more than 10 bands. It's just a regular show, and then I showed up here, and I saw the size of this room, and I was like, okay. And then all of a sudden I hear somebody say that it was already sold out, or 4,000 people, or something crazy, and I was like, well, all right, I'm scared. But it was fun. We had a really, 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 really good time. Thank you, Impericon, for having us. We'll come anytime. Wie lief's denn? Super lief's! Ja. Gab's ein paar Leute, die wieder mal so neben der Spur waren? Nö, die nö. Gezickt haben? Alles easy, alles easy. Und jetzt ist man auch froh. Wie lange hast du jetzt geschafft? 13 Stunden. Jetzt ist man froh, freut sich aufs Bett. Oh, herrlich. Erstmal auf die Dusche. Ah ja, also, darf man nicht vergessen. Ja, ja. Kultur muss sein. Ja.
Interview auf YouTube. DVD, 20 Euro.